Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein schnelles und einfaches Rezept für einen Kürbis-Kartoffel-Curry mit Blattspinat. Dafür zunächst eine große Zwiebel sowie ein bis zwei Knoblauchzehen abziehen. Anschließend beides fein hacken. Wenn das erledigt ist, schon mal eine große Pfanne oder einen Topf mit einem guten Schuss Öl erhitzen, Zwiebeln und Knoblauch in die Pfanne geben und für 2 bis 3 Minuten bei mittlerer Hitze und gelegentlichem Wenden glasig anschwitzen. Währenddessen bereiten wir die restlichen Zutaten vor. Ich habe hier noch einen Butternut-Kürbis geschält und entkernt. Insgesamt brauchen wir ca. 750 Gramm. Das Kürbisfruchtfleisch in kleine Würfel bzw. Stücke schneiden. Außerdem noch 750 Gramm Kartoffeln, vorwiegend festkochend, schälen und ebenfalls in kleine Würfel schneiden. Und sobald die Zwiebeln glasig sind, kommen Kürbis und Kartoffeln in die Pfanne. Außerdem die Gewürze dazugeben, einen gehäuften Teelöffel Curry sowie einen gehäuften Teelöffel süßes Paprikapulver und eine gute Prise Salz und frisch gemahlener Pfeffer. Danach alles einmal gut umrühren, kurz mit anrösten lassen und jetzt 400 ml Kokosmilch sowie 750 ml passierte Tomaten dazu gießen. Außerdem kommt noch ein Schuss Wasser dazu, bis die Kartoffeln und der Kürbis gut mit Flüssigkeit bedeckt sind. Anschließend das Kürbis-Kartoffel-Curry zum Kochen bringen und bei niedriger bis mittlerer Hitze für 10 bis 12 Minuten köcheln lassen, bis die Kartoffeln und der Kürbis gar sind. Zwischendurch alles immer mal wieder umrühren, damit nichts am Topfboden anbrennen kann. Und sobald die Kartoffeln fertig sind, alles mit etwas Salz und Pfeffer abschmecken. Außerdem kommt noch Blattspinat dazu, etwa 150 Gramm. Einfach in die Pfanne geben, alles ein letztes Mal gut umrühren, bis der Blattspinat leicht zerfallen ist und dann können wir auch schon anrichten. So sieht das fertige Kürbis-Kartoffel-Curry mit Blattspinat dann aus. Danach wünsche ich euch einen guten Appetit. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Viel Spaß beim Nachkochen. Bis zum nächsten Mal.